Schmeckt sehr schokoladig. Und nur ganz klein wenig süß. Also es schmeckt gesund, aber lecker. Wie eine gesunde Nascherei. Hallo zu Einfach Thermomix. Wir machen heute Erdnuss-Schoko-Proteinriegel. Ja, es ist genauso lecker, wie es klingt. Los geht's, indem ihr den Backofen vorheizt auf 160 Grad. Und in den Mixtopf kommen zuallererst Haferflocken. Von den Haferflocken brauchen wir 50 Gramm, die sind übrigens zart. Die Haferflocken werden zerkleinert für 15 Sekunden auf Stufe 10. Das Hafermehl fülle ich jetzt nochmal um in eine Schüssel. Jetzt brauche ich 4 Eiweiß, also 4 Eier, die ich erstmal trenne. Jetzt brauchen wir den Rühraufsatz oder auch Schmetterling genannt. Den packe ich hier einmal auf das Messer drauf. Und dann kommt das Eiweiß da rein und wird für 2 Minuten auf Stufe 3,5 aufgeschlagen. Wunderbar, der Eischnee ist super schön geworden und den fülle ich in eine Schüssel um. Als nächstes brauchen wir die Zartbitterschokolade. Die hat einen 85%igen Kakaogehalt. Von der Schokolade brauchen wir 50 Gramm. Und von den Mandeln und den Datteln, die entsteint sind, brauchen wir auch jeweils 50 Gramm. Die Mandeln, Datteln und Schokolade werden jetzt zu einer Mischung. Und zwar zerkleinere ich sie für 12 Sekunden auf Stufe 6. Davon nehme ich mir jetzt 5 gehäufte Esslöffel raus und stelle die zur Seite. Der Rest bleibt im Mixtopf. Zu der restlichen Schokoladen-Mandel-Dattel-Mischung gebe ich jetzt 500 Gramm Magerquark, 60 Gramm Kakao, das ist Backkakao und kein Trinkkakao, weil der enthält weniger Zucker, der Backkakao. Die Haferflocken, die wir vorhin gemahlen haben, kommen da auch dazu. 180 Gramm geschmacksneutrales Proteinpulver. Und dann kommt nochmal der Zuckerersatz Erythrit dazu. Davon brauchen wir auch 180 Gramm. Von der Erdnusscreme brauchen wir 150 Gramm. Dann kommen noch 100 Gramm Apfelmark dazu. 2 Eier kommen noch dazu. Und 100 Gramm Mandelmilch. Jetzt kommt der Deckel drauf und der Spatel hier oben durch die Öffnung rein, weil ich helfe ein bisschen mit. Und dann verrühre ich das Ganze für eine Minute auf Stufe 4. Jetzt ist der Teig fast fertig, aber wir haben ja noch den Eischnee hier in der Schüssel. Da gebe ich den Teig dazu und dann hebe ich den Eischnee vorsichtig mit Hilfe des Spatels unter. Vorhin habe ich mir schon ein Backblech mit Backpapier drauf vorbereitet und da verteile ich den Teig jetzt drauf. Und wir haben ja noch diese restliche Mandel-Dattel-Schokomischung und die verteile ich gleichmäßig oben drüber. Vorhin habe ich den Backofen ja schon vorgeheizt und so wird der Teig jetzt auch gebacken bei 160 Grad für 20 bis 25 Minuten. Wenn der Teig fertig ist, lasst ihn abkühlen und schneidet ihn in ungefähr 32 Riegel. Wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid und Lust auf noch mehr leckere Rezepte aus dem Thermomix habt, dann kann ich euch dieses Video hier empfehlen oder auch dieses Video. Und ihr verpasst kein Video mehr, wenn ihr einfach auf Abonnieren klickt. Dann sehen wir uns nächste Woche, Donnerstag um 18 Uhr mit einem neuen Video. Ciao!